So, liebe Sieger, da wären wir wieder bei einer neuen Episode von Final Fantasy 15. Wir sind jetzt hier immer noch im Zug auf der Fahrt nach Gralea, der Hauptstadt des Niflheimer Imperiums. Und Arden hat sich letztes Mal offenbart wieder, dass er auf uns wartet und dass er eine Prompto in seiner Gewalt hat. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, um Prompto zu befreien. Also, weiter geht's. Nicht mehr lange ist Gralea. Ja. Frag mich, wie es dort wohl aussieht. Sicher ist die Stadt voller Sicher. Kann's kaum erwarten. Sobald wir in der Stadt sind, suchen wir einen Weg zur Festung. Festung? Segnautus. Eine riesige Militäranlage über der Stadt. Dann müssen da der Kristall und Prompto sein. Wir brauchen eine Strategie. Ob es wahr ist, dass man die sicher mit dem Kristall endgültig vernichten kann? Auch wenn wir noch keinen Beweis haben, ist es nicht auszuschließen. Je länger die Nächte wurden, desto mehr sicher konnten wir auf Eos beobachten. Wenn sie das Licht des Kristalls scheuen, könnten wir mit ihm vielleicht nicht nur Lucis, sondern die ganze Welt retten. Na dann, holen wir uns den Kristall zurück. Was zum... Was ist passiert? Nicht sicher. Riecht nach Ärger. Ja, dann fällt Zeit für Ärger, hm? Oh je. Was war das? Los, greifen wir! Was ist los? Ich kann keine Waffen beschwören! Vorsicht! Lauf! Los, schnell! Wir müssen flüchten, wir können nicht kämpfen. Arden hat dir die Fähigkeit genommen, Waffen zu beschwören. Ohne Waffen seid ihr den Sichern ausgeliefert. Flieh zum Frachtwaggon und nutze den Regalien zur Flucht. Momentan kann Umbra nicht gerufen werden. Ohne Waffen sind wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen fliehen. Wie denn? Wir nehmen den Regalia. Schnell! Ja doch! Wir müssen zum Frachtwaggon. Los, schneller! Zum Glück sind es nur kleine Sicher. So kleine Gnome. Da ist der Regalia. Nix hier weg! Festhalten! Gut. Fahr los! Sicherheitsstufe 4 aktiviert. Sämtliche Zugänge nach Gralea werden versiegelt. Oh oh. Graleas Abwehrsystem wurde aktiviert. Die Stadttore werden versiegelt. Du musst es innerhalb der Zeit in die Stadt schaffen. Rechter Trigger Gas geben. Bremsen mit linken Trigger. Immer weiter. Nicht bremsen. Das weiß ich selbst. Fahr nirgendwo gegen. Das weiß ich selbst. Gott, schrei doch nicht so. Wo fahren wir lang? Wir sind in einem Tunnel. Auf den Schienen. Halt bloß nicht an, sonst kriegen sie uns. Ich fahr ja schon. Haltet euch fest. Oh shit. Aber ich hab doch so Anti-Sicher-Scheinwerfer. Scheint wohl so. Was passiert, wenn wir getroffen werden? Der Wagen gehörte dem König. So leicht kriegen sie ihn nicht kaputt. Ne, wir tun's auch nicht. Der Regal, der hält einiges aus. Der Regal, der ist gepanzert, der hält einiges aus. Konzentrier dich aufs Fahren. Verdammt. Lass uns nicht hängen. Oh Gott. Ach komm schon. In so einer kleinen Ecke, weißt du? Schnell, die Tore! Gib alles, bitte!
Der Regal erst hin. Weiter geht's nicht. Weit genug. Aber habt keine Sorge, der Regalia bleibt uns erhalten. Das ist noch nicht das Ende. Auch wenn es nach Endgame aussieht und ich auch damals dachte beim ersten Mal spielen so, okay, ist es das jetzt? Ein ziemlich kurzes Spiel so gesehen, aber nein. Es geht noch weiter. Vater, vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh Mann, jetzt marschieren wir hier mit leeren Händen ein. Und ohne Gewissheit, ob der Kristall tatsächlich die Sicher zurückschlagen kann. Leider haben wir keine andere Wahl. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja. Der Eingang der Technautos-Festung finden. Den Eingang. Die Waggons fallen bestimmt gleich in sich zusammen. Kommt weiter. Hier geht es raus. Wem möchtest du folgen? Noctis, Schwierigkeitsgrad normal. Gladius und Ignis, Schwierigkeitsgrad leicht. Wir folgen Noctis. Wirkst du dich als Noctis weiter? Bist du sicher? Jo. In Söldner-Bereitschaftslagern kannst du deine Route ändern. Die Route von Gladius und Ignis ist weniger beschwerlich als Noctis-Route. Ja, aber geht eigentlich ganz auch. Allein, der Kleine. Wie gesagt, wir können immer noch nicht kämpfen. Aus meinem Kopf, du kranker Dreckskerl. Sicher, so ein Mist. Weg mir vom Hals, verdammt. Wir können aber immer noch ausweichen, das geht. Ich habe aber die Route mit Gladio und Ignis noch nie gemacht. Ich habe immer mit Noctis, also beim letzten Mal auch, als ich auf der PS4 gespielt habe. Deswegen keine Ahnung, was dann kommt. Achso, Gladius und Ignis können kämpfen. Die haben noch ihre Waffen und Noctis nicht. Der Ring. Bin bereit. Der eine Ring hat ihn akzeptiert und jetzt werden wir mal sehen, was es mit dem Ring auf sich hat. Ringmagie. Der Ring der Lucy ist befähigt zum Einsatz von Magie. Mit Tod können Gegner aus der Distanz angegriffen werden. Beim Sieg über den Gegner regeneriert der Zauber zudem die Lebenspunkte des Anwenders. Ja, wir saugen quasi den Gegnern die Lebensenergie ab. Aktuell haben wir natürlich nur den Ring und können uns jetzt nur mit verteidigen. Sah immer so aus wie so der eine Ring. Er kann ihn nicht anstecken, er ist zu mächtig. Das scheint eine Verbindung zur Festung zu sein. Wie komme ich da bloß hin? Das finden wir noch raus. Da lag doch ein Item.
Hier ist ein Gegner irgendwo. Ach da. Sache ist, während ich den Ring benutze, kann ich nicht laufen. Das geht halt nur im Stehen. Das ist ein Nachteil, aber ich glaube, uns stellen sich nicht unbedingt mehrere Gegner in den Weg. Ich weiß es jedoch nicht mehr. Auf der Tür steht Schaltkreis B. Geht nicht auf. Ah, kommt vielleicht noch. Jetzt geht sie auf. Benutze Schalter an Türen und Fahrstühle zum Aktivieren und so bis zur Zeganautis-Festung zu gelangen, wo der Kristall eingesperrt ist. Genau. Weil hier geht's nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen hier lang durch die Tür. Finde den Abschnitt. Nicht aufgeben, Noct. Hä? Hab ich den Schalter nicht gerade aktiviert? Ist halt nichts mehr. Wollen dem Kasten nicht interagieren, nur die Tür geht nicht auf. Weiter geht's. Weiter geht's. Da ist noch eine Tür. Tot. Könnte wirklich fast so wie der eine Ring sein. Er saugt zwar keine Lebenskraft ab, aber. Ach, klasse. Wirkt schon wie so ein obskures Artefakt. So eine kruden Magie. Dunkler Magie. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Zähmacher. Jetzt verstehe ich auch, was mit dem Schwierigkeitsgrad gemeint ist. Wahrscheinlich, weil wir nur den Ring haben, um uns zu wehren. Keine Waffen beschwören können. Das wird natürlich nicht bis zum Ende des Spiels zu bleiben, ist ja logisch. Wir werden schon wieder die Fähigkeit bekommen, Waffen zu beschwören. Raus hier. So, hier rechts geht's noch lang. Hier können wir uns schlafen legen. In Gralea und der Zegnatus-Festung kannst du nur in Soldatenstuben und Söldnerbereitschaftslagern manuell speichern. Vielleicht sollte ich mich hier ausruhen. Brauchen wir das gerade? Ja, machen wir es einfach mal. Er sitzt dort und pennt, das ist so geil. Auf dem Stuhl, so vollkommen unbequem. Lass mich doch mal nachschauen. Wir haben 75 FP. Können wir da noch was ausgeben? Garantiert. Füll den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Steuerung mit Prompto. Nervöse Finger. Heilung. Erhöht die Verteidigung eines Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gerettet wurde. Regeneriert eine geringe Menge Lebenspunkte, wenn deine eigenen LP niedrig sind. Ja, das nehme ich doch mal. Das klingt gut. Regeneriert eine ordentliche Menge LP, wenn deine eigenen LP niedrig sind. Regeneriert eine geringe Menge LP, wenn deine eigenen LP niedrig sind. Für Ignis. Self-Mastered. 50 Fähigkeiten aktiviert. Steht das Comeback.
Wird die Verteidigung eines Gefährten, wenn das im kritischen Zustand gerettet wird. Ja, komm, nehmen wir das auch nochmal. Dann haben wir noch 7 Punkte übrig. Dann haben wir gut was in den Bereich Heilung investiert. Das wird es auf jeden Fall nützlich sein. So, weiter geht's. Hier drin ist nichts. Kein Item. Dann geht's hier in diesen großen Bereich weiter und da ist schon ein Gegner. Alterner Ringmagie. Ein arkaner Zauber, der die gesamte MP verbraucht, um alle Gegner im Umkreis ins Nichts zu verbannen. RB plus Y. Damn. Der Ring ist mächtiger, als er den Anschein hat. Der Ring ist... Dagegen ist der eine Ring wie so ein Spielzeug. So, hier liegt noch was. Ein Elixier. Gut. Da ist auch nichts mehr. Die Tür ist auf der anderen Seite. Müssen wir erstmal hier durch. Ah, okay. Ich wollte gerade nochmal was nachschauen, und zwar, ob wir noch von den Statusverbesserungen profitieren von unseren Waffen, aber da wir überhaupt keine haben, fallen die Statusverbesserungen leider auch weg. So, wie komme ich jetzt da zur Tür? Ist halt so dunkel, ich sehe halt kaum was. Achso, ich kann einfach so hier lang. Okay. Gut. Eisenklumpen. Völlig verlassen. Kein Wunder, dass ich mit mir selbst rede. True, true. Auf der Tür steht zu öffnen per Schalltafel. Tür zum Zentrallift. Nutzen nur mit Genehmigung. Anträge im Kontrollraum stellen. Ja, jetzt müssen wir also wohl über den Kontrollraum finden, beziehungsweise Schalltafel dafür. Muss ich denn zurück? Gab es denn noch einen alternativen Weg? Nee, es wird nur ein Weg hier lang. Ansonsten wäre es eigentlich auf der Map eingezeichnet. Aber dem ist nicht so. Echt fucking duster. Zu welchem Raum muss ich denn zurück, ist die Frage. Warum? Das könnte das hier sein, oder? Nee, das sind die Schienen. Da drüben komme ich her. Muss ich echt so weit zurückgehen? Das ist doch Unsinn. Ach, hier geht's runter. Entwertete Banknote. Hier ist noch eine Tür. Hier war ich noch nicht drin, oder? Das kommt mir nicht vertraut vor. Aber hier muss ich lang, ja. Der Marker zeigt auch hier hin. So, das hier sieht gut aus.
Gut. Jetzt ist die Tür offen, jetzt können wir durch. Hoffentlich ist der Weg zum Lift jetzt frei. Den Multikill einsetzen hat sich nicht gelohnt bei zwei Gegnern. Wenn es jetzt irgendwie 10 sind, ja, dann vielleicht. Sanctus Ringmagie, ein arkaner Zauber, der beim Ausweichen heiliges Licht freisetzt, das den Gegner verletzt. Perfektes Ausweichen unmittelbar vor einem gegnerischen Angriff erhöht den Schaden. Noch hat mir keine Gelegenheit, das einzusetzen, aber ich denke immer, das kommt noch. Also wir können mit allen Aktionstasten, also A, B, X und Y, verschiedene Aktionen halt mit dem Ring ausführen. Zumindest bis wir die Waffen wieder haben, ist das unsere einzige Chance. Gut, wir sind durch. Da wären wir jetzt beim Aufzug. Super Elixier. Das ist ja super. Ja, ich weiß. Schlechter Wortwitz incoming. Okay, dann rein da. Guten Tag. Weg mit euch. Hat aber eine komplette MP aufgebraucht, aber die lädt sich ja auf. Was für eine widerliche Stadt. Stadt erinnert mich so ein bisschen an Midgar aus Final Fantasy VII. War ja auch sehr industriell. Ein bisschen Steampunk-mäßig. Och, Mutterseelen allein. Erste Etage Verwaltung, zweite Etage Konferenzräume, Laboratorien, vierte Etage Zentrallift Hangar. Ob du deine Freunde wohl jemals wiedersehen wirst? Ich muss die anderen finden. Sie müssen hier irgendwo sein. Die finden wir schon, keine Sorge. Verstecken. Ahnst du, was als nächstes kommt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe eine grobe Vorahnung. Wenn es Gänge gibt, in denen ich mich verstecken kann, dass hier wahrscheinlich Gegner kommen, die ich nicht töten kann. Unprogrammierte MI laufen festgelegte Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist dein Kampf unausweichlich, also sei vorsichtig. Stecke dich in Ritzen und hinter Vorsprüngen, um Kämpfe zu vermeiden und MP zu regenerieren. Irgendwas ist an diesen Dingern hier anders. Im Kampf kannst du keine Türen öffnen oder Mechanismen bedienen. Entferne dich, um die Kampfhandlung einzustellen oder besiege sämtliche Gegner. Bleibst du nur noch weglaufen? Schnell! Auf doch nicht, ich habe ihn getötet. Lucis etwa so jämmerlich. Ein großer Raum. Mithrilschaft. So, das nehmen wir noch mit. Und dann war es das hier drin auch. Ich weiß halt nicht, ab welchem Radius oder ab welcher Distanz die uns sehen. Da habe ich leider keine Ahnung. Oh Gott. Zack. Mit denen stimmt echt was nicht. Nee. Arlen hat die so ein bisschen umprogrammiert, scheint mir. Route wechseln?
Nö. Wir bleiben aber noch das. Vielleicht kurz übernachten. Weil... Na doch, ich kann manuell speichern wieder, okay. Ich habe gedacht, das geht hier drin nicht, deswegen habe ich mich hingelegt, damit das Spiel speichert. Falls ich sterben sollte, dann wieder ab einem gewissen Punkt anfangen kann. Sicher für ID-Karten. Ich glaube, wir brauchen eine. Oh Gott. Das ist schon creepy so ein bisschen, ne? Ein paar leichte Jumpscares sind drin. So, wo muss ich denn lang? Bin so ein bisschen verwirrt. Da muss ich lang. Also ich muss zurück. Ging es nach rechts? Konnte ich da lang? Das habe ich gar nicht ausgecheckt, glaube ich. Ah ja. Ist der richtige Weg. Da müsste eine ID-Karte sein. Durch die Gegend? Ja, vielleicht. Oh, komm zurück. Ich schaff's nicht, nicht gesehen zu werden. Und das erinnert mich an Resident Evil 2. Es geht wirklich großartig voran, oder? Ja, die anderen Räume sind abgesperrt, das heißt, da komme ich erstmal nicht durch. Also muss ich hier A01 nehmen, ansonsten habe ich keine anderen Optionen. Die wirken ziemlich regungslos, bis auf den einen, der leuchtet. Ich glaube, der steht gleich nochmal auf. Er ist bloß nicht verlaufen. Wir haben eine Karte. Kein Problem, sich zu verlaufen. Ich kann immer wieder nachgucken. So, da haben wir noch ein Final Elixier. Wow. Alter, lass mich los. Cheat. Die explodieren ja. War nicht Prompto, es war Ardin. Hat sich doch schon mal als Prompto ausgegeben. Der Sack. Beziehungsweise... Er hat sich verwandelt. Er hat sein Aussehen geändert. Nenn sie, du willst. Dadurch ist er Prompto in diese Lage reingeraten. Aber wer hätte die ganzen Wachen hier getötet? Es könnte Prompto gewesen sein. Wir wissen es noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das rausfinden. Kaputte Taschenuhr. Okay, der läuft da lang. Ich geh mal hier lang. Dieses Gerät, Sicherheitsstufen, müsste gehen. Die Zugangsberechtigung der ID-Karte wurde auf Stufe 2 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 2 erhöht. Ja, das hat so ein bisschen was vom Shinra-Gebäude. Zugängen der Stufe 2. Wo man durch verschiedene Bereiche natürlich muss. Stirb. Einfach zu Staub zerfallen. Heftig. Ha, ha, ha.
Aden spielt nur mit dir, Noctis. Merkst du das denn nicht? Er will doch genau, dass du das tust. Bye. Umprogrammierter MI. Ich frage dich, ob prompt du noch lebst. Natürlich tut er das. Um zu retten. Da geht nichts auf. Ja, dann müssen wir wohl außen lang. Zähmacher. Da war noch ein umprogrammierter MI. Einfach umgefallen. Super Regenerator und. Da ist noch was. Ein Magitech-Kern. So, jetzt können wir zu Prompto. Von der Seite aus. Passieren, nicht springen. Ja, hilf mir! Wir sind gleich da, Prompto, halt die Füße still. Dem Ring komplett zerstört. So. Jetzt können wir hier durch und zu Prompto. Wir sind gleich da, mein Freund. Halt durch. Helfen auf A. Nochmal von vorne! Aden macht's ihm nicht leicht. Zugangsberechtigung, ja, die Karte wurde auf Stufe 3 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 3 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 3. Dachtest du denn, lieber Freund, wäre tot? War hier am Ende des Ganges noch irgendwas? Wenn du weiter so trödelst, dann ist er das vielleicht bald. Hier waren Räume, die mit Stufe 3 zu öffnen sind. Gute Falle? Noct, was meinst du? Vielleicht war das am Ende doch dein Freund. Er ist einfach so grausam. Richtiges Arschgesicht. Hier sind noch. Nee, einer noch. Nur Items. Mehr aber auch nicht. Ich will nochmal in den Gang zurück und mich da durchquetschen, um zu schauen, ob auf. Hier. Kann ich nicht. Ich wollte eigentlich sehen, was am Ende des Ganges noch ist, aber dann werde ich halt außen rum gehen. Kann ich mich nochmal da durchquetschen? Ja. An den Abschnitt zum Beispiel erinnere ich mich gar nicht mehr so wirklich. Ist auch, dass man die ID-Karten irgendwie aufwerten muss und so ein Käse. Hm. Okay, hat sich nicht gelohnt, hier ist nichts. Hätte ja sein können, aber ich wusste es nicht mehr. Ich habe nicht nachgesehen gerade. Deswegen wollte ich nochmal hierhin zurück. So grob 10 Minuten haben wir noch. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wieder zurück zum Aufzug, weil da müssen wir jetzt hin. Oder? Ich denke, ja.
Gehen den Türen vorbei, Simsalabim, öffnen sie sich einfach. Ach, guten Tag. Wie soll man sich vor denen denn halt auch verstecken? Die kommen ja offensichtlich auf mich zu. Yep. So, jetzt einmal hier rechts. Mein armer Nockt, bitte nicht weinen vor Angst. Ich weine doch nicht. Ich werde deinetwegen weinen, wenn ich deinen kalten, leblosen Körper vor mir liegen habe, du Arschgesicht. Ich werde dich vernichten! Ja, oh Gott! Ich wusste, mit dem ist noch irgendwas. Wow. War nicht schnell genug, ich habe Lebensenergie verloren. Aber die regeneriert sich so schnell außerhalb von Kämpfen, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Los. Geschafft. So, ich glaube auch, das hier ist der Aufzug, ja. Dann ist es eigentlich nicht mehr weit. Einmal nach oben, bitte. Nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Bald hast du ihn zurück. Such den Zentrallift. Keine Reaktion, entweder verriegelt oder kein Strom. Das ist kacke. Etwas Kostbares auf dich. Auf dich. Ja, ja, halt die Schnauze. Endlich sag das mal. Labert mich voll. Während ich hier im Item sammeln und Gegner zermatschen bin. Vor allem mit so einem richtig. Wenn ich hier runterfalle, ist das aus. Theatralischen Ton. Deine ID-Karte funktioniert hier nicht. Anscheinend brauchst du eine andere Schlüsselkarte. Ich muss ihn irgendwie aktivieren. Ja, das müssen wir. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Dazu müssen wir hier in diesen großen Raum. Glaube ich. Oh ja. Ah, guck mal hier. Ein Eisengigant. Um den Lift zu aktivieren, musst du die Zentralliftkarte finden. Das wird spaßig. Gargantua heißt er. Wie willst du den König spielen, wenn du nicht einmal kämpfen kannst? Keiner sagte, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Ich komme garantiert auch anders wie hier lang. Ah, hier nicht. Da stampft der nächste rum. So. Das ist an. Hier liegt noch was rum. Forschungsbericht vom 29.07.746. Die fehlenden Teile haben wir mit den Komponenten von Magitek Max ersetzt.
Doch wir wissen immer noch nicht, wie das System aktiviert werden kann. Elektrische Impulse versetzen es für kurzen Moment in Bewegung. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als alles noch einmal auseinanderzunehmen und gründlich zu untersuchen. Muskelstähler. Ich glaube, bin falsch gegangen. Muss ja auf die rechte Seite. Umstück. Kommt er? Oh ja. Na toll. Lass dich das gesehen. Denken, du Tölpel. Lass dich doch nicht entdecken, du Tölpel. Au. In der Falle. Ich kann sie auch alle töten. Ich kann selbst den Kanzler stürzen, wenn ich will. Na gut, aber wir sind jetzt hier erstmal fertig an dieser Stelle von Final Fantasy 15 und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen und dabei sein, fürs Kommentieren und Liken natürlich dann auch. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet in der nächsten Episode von Final Fantasy 15, wenn wir uns hier weiterhin durch die Gänge durchschleichen oder kämpfen oder wie auch immer. Und ja, wir müssen weitere Etagen nach oben gehen, um Prompto zu finden und Ardyn zu konfrontieren. Ob uns das gelingen wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Final Fantasy 15. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.